Hallo, mein Lieben. Ja, ich habe mit dem Lukas getauscht. Seinen Kanal werde ich unten verlinken. Und ja, heute ist sein Päckchen angekommen. Und das werden wir gleich mal gemeinsam auspacken. Ja, ich habe schon alles aufgeschnitten und so, dass ich jetzt nur noch aufmache. Ich habe vorher noch nicht hineingeschaut. Ich weiß nicht, was das hier ist. Hier sind irgendwie so, ich weiß nicht, ob das Glitzer ist oder Sand. Auf jeden Fall kam mir das hier als erstes gleich entgegen und hat hier meinen Tisch voll gemacht. Ich muss gucken, was das ist. Das vom Postweg gekommen ist oder aus dem Paketchen. So. Ich räume, glaube ich, einfach mal. Räume ich alles aus? Nee. Lass es erstmal so drin. So, und als erstes haben wir hier Origami-Papier. Und das sind hier so die Dinger, die hier drin sind, die Papiere. Ich mag immer Papier nicht so gerne bei anderen mir angucken, ehrlich gesagt. Das dauert mir immer so lange, wenn die das Papier rausholen und immer so genau zeigen. Ich zeige das lieber immer nur so. Da sieht man auch, welche Papiere drin sind und hat eine Vorstellung. Und es dauert nicht so lang. Ja, ehrlich gesagt, das ist nicht ganz so meins. Vielleicht gebe ich den weiter. Mal schauen. So, dann schaue ich hier. Made with Love. Ja, jetzt weiß ich nicht, ist das die Post? Und ja, also es kommt definitiv aus diesem Päckchen hier. Seht ihr das? Hier ist überall so Glitzer drin, aber ich habe auch schon gesehen, unten ist auf jeden Fall ganz viel Glitzer und da ist anscheinend eine Packung aufgegangen und hat hier alles verteilt. Okay, ich weiß nicht, ob das hier die Post ist oder ob das was Selbstgemachtes ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich lege es erstmal an die Seite und gucke da später rein. Falls es selbst gemacht ist. Achso, das ist nur ein Papierbogen, der noch einzeln mit drin liegt. Und dann, ups, okay, da geht schon alles auf. Aber hier sind die Sachen beschriftet. Das wolltest du schon immer. Okay. Könnte dir gefallen, soll das, glaube ich, heißen. Rate mal. Rate mal. Rate mal 1, rate mal 2. Das ist Nummer 3, das ist Nummer 4. Okay. Ja, und. Ja, wie ihr seht, wirklich alles voll Glitzer. Und rate mal. Ja, rate mal sind Sticker, würde ich sagen. Sticker könnte aber noch irgendwas sein. Nein, ich habe recht, es sind Sticker. Und zwar solche total schönen Glitzer-Herz-Sticker. Die sind so ein bisschen schaumstoffmäßig. Ich nehme stark an, selbstklebend. Sticker-Set, naja klar, Sticker sind immer klebend, ne? Ja, das war gerade nicht so schlau. Also, natürlich kleben die und sind hier anscheinend zwei Bögen drin, wenn ich das richtig sehe. Ja, vielen Dank. Das Glitzer, das gucke ich mir nachher an. Rate mal 2 und hier sind auch Sticker drin, würde ich sagen. Fühlt sich auf jeden Fall stark nach Sticker an, könnten aber auch vielleicht so. Doch, ich denke, es sind Sticker. Ich schaue einfach mal rein. So, jawohl. Und es sind Sticker. Und zwar haben wir hier einmal solche mit so süßen Tierchen drauf. Die sind wirklich süß. Gute Besserung. Happy Birthday. Viel Glück. Sonnige Grüße. Ach, hier und auf der anderen Seite sind noch mehr. Schaut mal. Da ist leider einer ein bisschen abgegangen, aber das ist nicht so schlimm. Den kriegt man bestimmt wieder ab und dann kann ich den bestimmt trotzdem verwenden. Das probiere ich nicht jetzt. Und die Tauben sind sehr schön für eine Hochzeitskarte zum Beispiel. Ja, sehr schön, vielen Dank. Dann haben wir hier Vögelchen, also ganz bunte. So geht das, glaube ich, besser. Ja, mit so Goldglitzerchen drauf. Papagei und paar andere Vögel. Und hier haben wir
Osterhäschen und die sind total süß. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier noch so kleine Stanzteile. Die hole ich auch mal raus. Also ihr wisst ja, bei den Auspackvideos mit den, wenn ich tausche mit Leuten, dann versuche ich das mal ein bisschen langsamer, nicht ganz so hektisch zu machen, weil die Videos sind ja hauptsächlich immer für die Leute, die die Sachen geschickt haben. So, und hier haben wir so verschiedene Stanzteilchen. So. Sehen die alle aus? Das soll wohl hier so eine, keine Ahnung, eine Milchsuppe sein oder Milchbrei oder sowas, keine Ahnung. Hier ist ein Eis. Ja, die Sachen erkennt ihr selber. Das hier ist, glaube ich, so ein chinesisches Anhängerding. Die haben ja immer so komischen Glücksdinger. Ich weiß nicht, was diese Zeichen hier. Das Yin und Yang ist es ja nicht wirklich, ne? Das hier, ja, keine Ahnung, was für eine Fahne das ist. Also es scheint hier alles so chinesische Teile zu sein. Ja, die packe ich jetzt auch nicht wieder ein. Die lasse ich erstmal hier draußen. Die packe ich später wieder ein. So. Das könnte dir gefallen. Ja. Muss ich mal einfach reinschauen. Ja. Ist ein bisschen scharf, dass das Glitzer hier. Ich glaube, das war ganz schön. Das sieht aus wie so gefärbte Steine oder so. Ja, ist ein bisschen schade, dass das aufgegangen ist. Also hier kann ich nicht erraten, aber wenn ich reinfasse, dann merke ich, es sind Perlen und solche Sachen. Okay. Oh, die sind richtig cool. Die mag ich sehr. Die sind blau und lila und alle holographisch. Und ein Herzchen ist hier auch noch mit drin in lila. Ja, die sind wirklich sehr schön. Vielen Dank. Und diese hier finde ich auch schön. Gold und dann mit so weißen Strichchen drauf. Die sind auch ganz schön. Auch vielen Dank. Und hier haben wir Stanzteile von so verschiedenen Papieren und alles Kreise. Die hole ich jetzt nicht alle raus. Das sind entweder so eckige oder dann hier mit Kreisen oder mit Streifen. Und die sind alle in Gold und in Silber. Und hier haben wir noch mehr von diesen Herzchen und die sind auch sehr schön. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen für meine Resin-Teile. Um das damit dran zu machen. Auch sehr schön. Und hier ist noch ein goldenes drin. Schaut mal. Ein goldener Anhänger und ein silberner Anhänger. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und dann machen wir weiter mit der Nummer 4. Das wolltest du schon immer. Das wollte ich schon immer. Okay. Das ist weich. Lässt sich verbiegen. Das könnte auch irgendwas aus Stoff sein. Ich habe keine Ahnung. Ach, es ist Glitzer. Und zwar jede Menge. Schauen wir hier gerade mal rein. Okay, also wir haben hier so ein Gelb. Gelb, nee, es ist fast schon eher so ein Gold. Also es glitzert da drinnen auch. Also so ein glitzerndes Gelb. Und ihr seht hier alles voll Glitzer. Ja, hier ist noch eine Tüte aufgegangen. Weiß ich nicht, was da mal für ein Glitzer drin war. Auf jeden Fall ist es komplett in der Tüte verteilt. Das sind diese Dinger, die mir hier dauernd entgegenfliegen. Hier sind solche, das sind sowieso kleine Steinchen oder so eingefärbter Sand und glitzert halt auch. So, dann habe ich hier noch eine Glitzertüte in lila und auch irisierend, weiß irisierend. Dann haben wir hier so ein Kupfer und das sind hier so kleine, ja mehr so Streudeko. Dann hier lila, ein dunkleres Lila, auch irisierend. Was ist das für ein Farbton? Ja, so ein Rosé, würde ich sagen. Und ja, die ganzen Tüten sind leider alle aufgegangen. Oder die meisten zumindest. Und wie du siehst, habe ich hier
alles komplett voll mit Glitzer. So, und hier geht es weiter mit einem dunkleren Rosa, auch sehr schöner Farbton. Dann haben wir hier ein richtiges Gold, auch bunt irisierend. Ich hoffe, dass ihr das in der Kamera überhaupt alles so sehen könnt. Dann goldene kleine Streudeko. Auch sehr schön, kann man gut für die Karten immer für solche Lesezeichen und so gebrauchen. Dann habe ich hier ein helles und Fliederlila, auch wieder so schön schimmernd. Und dieses hier, das ist eine richtig tolle Farbe, so ein helles Türkis. Mega, mega schön und auch wieder glitzernd. Dann haben wir hier so ein Silber und Kupfer, würde ich behaupten, und leider auch auf. So, ein bisschen zugemacht. Ja, da sind halt zwei Farben gemischt drin. Sieht auch ganz schön aus. Und hier so ein dunkleres Grün, so ein ja, Olivgrün ist es jetzt nicht, so ein Jadegrün, würde ich sagen, so ein dunkles Jadegrün. Sehr schön. Dann haben wir hier ein schönes Metallic Blau. So, jetzt mal gucken. Ja, ein bisschen Glitzer abbekommen. So, hier drin ist noch eine Tüte mit auch so einem zart rosa Glitzer. Die hast du anscheinend versucht zuzuschweißen, aber die Naht ist hier wieder aufgegangen. So. Ich mache mal damit weiter, das grinst mich hier schon die ganze Zeit an. Und zwar sind das hier so Muffinformen, aber in Gold. Das finde ich aber richtig cool. Die kann man natürlich zum Basteln auch super gebrauchen. Ich habe letztens irgendwas gesehen, dass einer sowas mit so einer Muffinform gemacht hat. Das sah auch ganz toll aus. Ist hier der Deckel zufällig irgendwo drin? Nee, kann ich jetzt nicht finden, aber ist auch nicht schlimm. Ja, die sind sehr schön. Vielen Dank. Weiß ich aber noch nicht, ob ich die zum Basteln oder zum Kochen benutze. So, dann haben wir hier noch eine Tüte mit einem sehr, sehr schönen Pink. So einem Pink-Rosa. Ja, ist gerade so der Übergang von Rosa zu Pink, würde ich sagen. Und das schimmert lila. Auch sehr, sehr schön. Und hier noch ein helles Jadegrün, was Gold schimmert. Ja, nicht nur Gold, auch bunt, aber mehr Gold. Sehr schön. So, hier haben wir ein Fläschchen mit grünem Glitzer. Eins mit Silber. Ja, und diese Tuben sind natürlich toll, wenn man die auch immer wieder nochmal weiterverwenden kann. Dann Gold. Rot. Gold bunt irisierend. Auch sehr schön. Dann so ein dunkles Gold, auch so irisierend. Okay, dann geht es weiter. Hier haben wir auch wieder so ein Rosa und auch in Regenbogen irisierend. Sehr schön. Ein Lila, was aber auch nur in Lila glitzert. Also das ist jetzt nicht das hier, das grinst mich schon die ganze Zeit an. Das ist total schön. Da ist Glitzer drin. Und dann sind aber dazwischen so Saloformen, sage ich jetzt mal. Von diesen Lakritz-Salos. Und die schimmern bunt irisierend, also in Regenbogen. Und das Rosa glitzert eben in Rosa. Und das sieht richtig schön aus. Ja, vielen Dank, das finde ich richtig cool. So, dann habe ich hier so einen goldenen Draht. Mal gucken, was ich damit zaubere. So, und dann sehe ich, hier ist ein, wo was aufgegangen ist. Da ist irgendein Glitzer drin gewesen, was jetzt an meinen Händen ist. Und dann haben wir hier nochmal ein Gold. Aber so ein ganz helles, so ein blasses Gold, auch sehr schön. Einmal gelb, auch wieder Regenbogen irisierend.
ein richtig schönes strahlendes Sonnengelb. Dann noch ein Blau, ein dunkles. Hier ein bisschen Rest von einem Silber und dann Regenbogen irisierend. Und zu guter Letzt haben wir hier unten noch ein Gold. Streu die gut um. Und ich packe gerade mal das ganze Glitzer hier wieder rein. So. So, okay, und dann mache ich das hier einmal kurz zu und pack das hier mal an die Seite und versuche mal meinen Schreibtisch ein bisschen, so, einmal ein bisschen an die Seite, da werde ich mir gleich irgendwas holen und das Glitzer wieder ein bisschen an die Seite räumen. Und dann hatten wir noch diesen Umschlag mit dem selbstgemachten. Und da schauen wir jetzt mal rein. So, und hier ist anscheinend die Post drin. Und da hat er hier so eine Karte gemacht. Und ich hoffe, dir gefällt der Tausch Lukas, soll das glaube ich heißen. Und hier hat er noch so einen Tag. Liebe Grüße, Lukas. Jawohl. Ja, vielen Dank, Lukas, für den Tausch. Vielen Dank für die Sachen. Ich hole das hier gerade alles noch mal so ein bisschen ins Bild. Ja, mach dir keine Sorgen. Das kann mal passieren, dass die Sachen aufgehen während des Transports. Das passiert halt. Gar nicht weiter schlimm. Vielen Dank für die Sachen und ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.